Was du mein? Und die Leute? Mama, mein Cousin hat letztens von meinem Tante das Gold gezahlt. Da kann ich nicht mit leben. Heutzutage ist es nicht mehr so einfach. Die Leute wollen gezahlt, das Gold. Geklaut. Ja. Na? Herzlich willkommen bei hiphop.de. Ich stelle hier mit Warren, der Gute ist, auf dem Album von Blut und Kasse vertreten. Na, zweimal gleich. Zweimal gleich? Zweimal. Ich dachte mir, ich spreche auch mal mit ihm, weil Blut und Kasse meinte, er wäre der Interessantere von beiden. Na? Warum eigentlich mit Maske, Digga? Mama, weil, weißt wie ich mein, bei uns im Chef läuft's anders. Die nehmen mich doch nicht mehr ernst mit dem Rap-Scheiß, wenn ich da mitten drin bin. Wie bei Crow. Wer ist denn das? Was für Crow, Mama? Also, ich kenne nur Kupfer. Was für Crow? Du machst Skits auf dem Album, ne? Oder rappst du auch? Mama, ich hab ein Lieder daheim. Wir haben damals so aufgenommen, weißt gar nicht mehr in die 90er Jahre drin. Haben sie gemeint, ich wäre vergleichbar mit Costa Cordalis. Aber ich mach was anderes, ich mach was für die Jungs, gratis Zeug, ihr Fotzen, was ihr macht da. Ihr seid doch Lappos. Du riechst dich ja auch ziemlich auf den, in den Skits, die du da machst. Keine Anfälle krieg ich da. Weil es einfach, da geh ich ins Studio rein, da muss ich mich das anhören, sag ich, ihr Hebammen, ich säg euch lauwarm ab. Weißt du, was das ist? Anpissen! Ganz einfach. Hebamme ist ein geiles Schimpfwort, Alter. Du Hebamme, sag ich, weil es einfach Lutscher sind, LKs, das sind Liebeskasper. Ganz einfach, LKs, mehr sind es nicht. Muss ich ganz laut mal sagen hier, muss einmal gesagt werden. Muss es vielleicht ein bisschen entspannter sehen, ich versuche immer die Sachen so locker anzugehen. Ja, locker hin und her, aber irgendwie muss man auch überleben. Ich meine, der Kupferpreis wird auch nicht günstiger. Weißt du, ich mein? Und die Leute, Mama, mein Cousin hat letztens von meinem Tante das Gold gezahlt. Da kann ich nicht mit leben. Heutzutage ist es nicht mehr so einfach. Die Was Leute hat der gemacht? Gezahlt, das Gold. Ja. Geklaut. Ah, okay. Na? Hat er gemacht. Und ich habe gesagt, Thomas kann es nicht machen. Der hat einfach gemacht. Und heutzutage kann man keine mehr trauen. Da kriege ich einfach einen Anfall. Zucken kriege ich dabei, aggressiv. Recht, also Rap-Karriere würde ich dir auf jeden Fall vorschlagen. Da kann man seinen Hass ein bisschen rauslassen und sagen, was einen in der Gesellschaft stört, was einem auf den Sack geht, wie man das Wahlergebnis findet, worauf man gerade Bock hat. Na, klar, guter Vorschlag. Aber das ist nichts für mich, weil das alles, wie mein Kollege sagt, ist ein Kindergarten und die können weggeklatscht, die Hebammen. Einfach so eiskalt. Mit einem Stock. Die ganze Rap-Szene, oder gibt's auch Leute, die du feierst? Mama, der Ding, wie ist denn der, wie heißt denn der nochmal? Der Nana. Da war so ein Schwarzer, der Nana. Der hat mich gefallen. Der war genau mein Typ, ne? Darkman und so. Mhm. Das war mehr so, was ich gemocht hab. Weißt du, wie ich mein? Der war noch real. Das war ein realer Typ, weil der war halt, ich hab ihn mal getroffen. Mein Cousin hat den gekannt. Und dann haben wir getroffen und dann war er echt so, ne? Der heißt ja echt Nana und so. Der Chavo. So, schwarz. No, der war schwarz. Authentisch. Ich hab gedacht, Mama, das ist doch Maske. Mama, der war echt. Und da habe ich Respekt für. Aber die meisten Rappers und Sängers da draußen. Kann ich mich nochmal wiederholen? Wie heißt der Heino, der Hebammensohn? Mama, der ohne seine Brille, der schaut aus, Mama, wie Mowgli. Original wie Mowgli. Und da komme ich nicht klar mit einfach. Muss ja schon real sein. Du, R. Kelly war damals noch real in den 90er. Der hat noch. Wie hieß das Lied nochmal von R. Kelly? Kennst du noch? Golden Shower. Anziehen Nackenraum mit einem Little Bum Grind. No, das war noch. Mama, dick doch, meine Mutter hat Proof abgedanzt. Verschwör mich auf alles. Das war noch Musik. No? Wir wollen auch ein bisschen mehr über dich in dem Interview erfahren. No? Wo kommst du denn her und was machst du beruflich? Mama, ich bin von Würzburg ohne ich mach Schrott. So Rap-mäßig oder jetzt Schrottplatz? Mama, Schrottplatz! Mama, willst du mich verarschen oder was? Kriegst gleich ein Backhand! Dick doch! Wie heißt du nochmal? Toxic nenne ich mich. Toxic, na no, klar! Weißt, hab echt Respekt, bist echt ein cooler Typ, ey! Aber ganz ehrlich, ne, brauchst mich nicht disrespektieren! Weil ich bin auch gerade ein Typ, bin auch korrekt zu dich! Hast du recht, Digga. No. Aber nicht respektlos gemeint. Also Schrottplatz machst du? Schrottplatz, mir verkäfe Kupfer, manchmal tue mir Autos an und verkäfe und andere Metalle, Leichtmetall, Schwermetall. Mama, bin ich letztens in die Bank gegangen,
Mir hat Geld. Die haben mich angeschaut. Hab gesagt, Mama, Lobby ist Lobby. Geld ist Geld, wenn's weißt, wie ich mein. Mhm. No? Das ist eher mein Milieu. Milieu oder was weiß ich, wie man das nennt. Kriegt gleich wieder einen Anfall, Mann. Willst du dich noch in Zukunft auch auf Rap-Alben einbringen oder war das sowas einmalig? Ich bin mit meinem Chavo, mit dem bleib ich. Und wer auch immer was sagt, der kriegt eine. Also macht mal jetzt keine Welle, ihr Fotzen. Ich bin mit dem BK, ne? Der Benny ist ein gerader Typ. Und da stehe ich auch gerade zu. Und ich werde mit ganz bestimmter Sicherheit nirgendwo anders irgendwie meinen Finger mit ins Spiel, weil ich halt nichts von dem Dreck. Machst du das so? Ist das so ein. Manche zahlen ja auch so dafür, dass sie ein bisschen Schutz haben, oder ist das bei dir eher so die Freundschaftsebene, weil ihr euch so lange kennt? Mama, für mich das. Ich denk da gar nicht drüber nach, Mann. So eine Aktion und eine Reaktion. Ganz einfach. Also wenn es mehr Stress gibt, bist du da. Mama, ich bin immer drin. Blatt in, Blatt out, Mann. Voll, Alter. Chico. Ist das denn schon mal vorgekommen, dass sowas nötig war? Diktor, hab schon Messer drin gehabt. Churi haben sie mir Neidstoche in die Leber. Glaubst du, möchte mich was aus oder was? Abgebrochen ist das Drecksteil. Warte mal, echt. In der Leber. Na? Hä? In der Leber abgebrochen. In die Leber drinne. Das ist mies, aber ist dann wieder alles gut gelaufen. Mama, was meinst denn du? Glaubst du, es ist echt oder was? Das ist doch Spaß verzählt oder was? Das ist echt. Und es, wer noch immer das versucht, kannst mich anschießen, du Fotz. Möcht mich gar nichts. Brech dich ab, du Fotz. Mama muss die Maske abziehen, schwitz. Man muss ja manchmal auch, also wir kommen gleich zum Ende, dass du die Maske wieder abziehen no. kannst, so, ne? No. Manchmal, Mama, manchmal damals, kann man. Ne, hab ich auch mal ein Bart gehabt wie du. Aber? Da habe ich abgeschnitten, haben sie mich gesucht. War ich auf Flucht, 2,5 Jahre, dann bin ich auf Therapie gekommen. Da, langes Geschäft und lange Geschichte. Habe ich abgekackt. Mhm. Na? Hat aber geholfen, Bart abschneiden wurde man nicht mehr erkannt. Ne. Danke, merke ich mir. Na? Hör mal, habe ich ihn da gekannt und habe ihn auf brav gemacht, weißt? Ihn auf normalo. Die Hebammen da draußen. Mama, wenn ich mich das anhöre, was die rausbringen, die Lutschers. Kein Anfall. Aber mein Cousin hat mich zum Glück schon zurückgehalten. Sonst wäre live on stage wär ausgeflippt. Waren wir bei einem Konzert, ne? Und wer waren da nochmal, ey? Gotti, so ein Neger. War Ami. Gotti irgendwas. Gotti. Irgendwas Gotti war mal. Jo Gotti, ja. genau der war's. Mhm. War mal live in der Disco drin, ey. Und dann ist er gekommen, der Hurensohn, auf die Bühne hat er noch wichtig gemacht. Und Mama, ich wollte ihn gleich 100 Klatsch. Was meinst denn du? Die Hebamme hat er noch wichtig gemacht. Kann Mama, mit zwei Kettle. Kann man auch im guten Gespräch klären, dann muss man jetzt hier gleich nicht so ausfallend werden und den als Hurensohn und Mama, ich kann doch kein Englisch. Ja. Sollen sagst du denn? Ja, what's up oder was? Krieg ja, gleich auch Rückhand, Backhand, Bob Backland mäßig. Weißt, kennst du den Tennisspieler noch? Bob Backland. Na, no, das war Tennisspieler, gute Rückhand gehabt. Mhm. Deswegen sag ich immer, kriegst du ein Backhand wie Bob Backland, wenn's aufmuckst, du Lappe. Aber ganz schnell. Manchmal kommt man ja auch mit Worten einfach nicht mehr weiter, ne? Was für Worte, Mann? Mit Worte kannst du auch keine Miete zahlen, oder was? Hab 8 Kinder daheim. Sollen die ja näher? Mit Worte, oder was? Tja. Geh mir ein Gari runter, die Fotzen. Draußen. Halt nix von die Welt. Ich halt nix von die Welt. Alles Lutschers. Hast du ein paar wahre Sachen auch gesagt? Na? Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Na, kein Problem. Jederzeit wieder, wenn wir wieder da sind mit den Jungs, komm mal vorbei und dann kann man ein Bierle trinken und ein ganz ruhiges Gespräch führen. Aber ich sag dich eins, ich bin nicht einer von den Hip-Hop-Leuten. Und ich werde da ganz bestimmt nicht mitmachen jedes Mal. Ich bin jetzt gerade mal dabei, hab gesagt, okay, gibst mich die Maske, mach ich. Und damit hat sich's. Lass doch einfach noch chillig irgendwo feiern gehen oder was. Was hörst du für Musik? Worauf hast du Bock, wenn es nicht schwer ist? Mama, auf jeden Fall höre ich Soul-Musik. Original Soul-Musik, Mann. Hm. Mann, die Isley Brothers. Das ist meine Musik, weißt du, wie ich mein? Da kann man auch super 8 Kinder zu machen. Mama, hab Nightcode damals. Das war mal Glanzzeit. Mhm. Wenn du wüsstest. Zeiten haben sich geändert einfach. Bin alt worden, weißt? Muss Lobby anschaffen, Geld mach. Suchen wir uns einen Club, Alter, wo man ein bisschen chillig Icy Brothers hören kann, ein bisschen no, runterkommen, in die relaxen. Ein paar Flaschen auf den Tisch, ey. Und einen auf locker mach, weißt? Gar keine Hektik reinbringen in das Ding.
Das fand ich zum Beispiel gut, ne, von die Frankfurters. Hektiks und so. Das war ein guter Song, ey. War echt ein guter Song. Haben sie richtig gesagt. Na? Die Jungs. Na? Rowan, ich danke dir. Mama, ich danke dich. Muss jetzt mal raus aus die Maske, Mama, weil ich schwitze mich in den ab. Gut, Mama, wir kommen raus, kannst die Maske wieder abnehmen. Mann. Und cool, Alter. Wir sehen uns beim nächsten Servus, Mann. Album. Und so. Hau dich rein und mach dein Ding, Papa. Wie gesagt, ne, grad bleiben, Jungs. Servus, Mann.